Glück haben. Da haben Sie aber Glück, Sie sind ja noch sehr jung. Wie recht sie hatte, was kann einem schon Besseres passieren, als mit 18 zu erfahren, dass man unheilbar krank ist. Nichts, ich muss mir nur noch Gedanken machen über Beruf und Liebe und Partnerschaft und Freundschaft und Sex. Da stört eine unheilbare Krankheit nur unwesentlich, gar nicht. Nein. Unheilbar, ein Wort, ein Wort. Man sollte sich in einer ruhigen Minute auf der Zunge zergehen lassen. Vollkommen egal, was ich tue oder lasse, niemals wird dieser Moment kommen, wo mir ein Arzt sagen wird, Sie wurden geheilt. Was das wohl für ein Moment wäre, atemberaubend. Ja, ja, das beschreibt es wohl am besten. Schade, wo ich solche Momente doch so gerne genieße. Es hätte dich schlimmer treffen können, möglich, denn ich hätte ja, ach nein, unheilbar krank bin ich ja. Ich bestreite nicht, dass es Krankheiten gibt, die schlimmer sind als meine, das würde mir im Traum nicht einfallen, aber andere Krankheiten haben Perspektive, wenn auch nicht immer die besten, weiß man, worauf man sich einstellen sollte. Das weiß ich nicht. Ob ich es gern wissen würde, das weiß ich auch nicht, aber es ist ein elendes Gefühl immer wieder. Diese Frage, was passieren könnte, nie passieren muss, es nervt. Ich habe jetzt 11 Jahre Multiple Sklerose, eine Erkrankung vom zentralen Nervensystem. Der Pfarrer sagte damals zu mir, meine Erkrankung wird mir Türen öffnen, von denen ich nicht einmal wisse, dass es sie gibt. Danke. Sie hatten so recht, aber sie hätten mir auch sagen sollen, was ich wohl eh schon wusste, dass meine Krankheit auch viele Türen verschließen wird. Doch ich denke mittlerweile, dass es vielleicht besser war, dass es besser war, dass diese Türen verschlossen waren oder mir nie geöffnet wurden. Denn ich habe gelernt zu kämpfen. Ich habe gelernt, das Leben zu genießen. Ich sauge Eindrücke und Bilder auf und versuche sie mit meinen Augen zu fotografieren. Gerüche, Emotionen, Berührungen. Ich erlebe das alles intensiv wie nie. Da haben Sie aber Glück gehabt. Sie sind ja noch sehr jung.